Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video auf Langophilia. In diesem Video möchte ich euch mein neues Buch vorstellen. Es ist eine Gedichtsammlung, die ich ja über die letzten Jahre hinweg geschrieben habe. Ich mag es sehr gerne, Gedichte zu schreiben. Hin und wieder schreibe ich Gedichte und die habe ich alle jetzt in einem Buch gesammelt und veröffentlicht. Die Gedichtsammlung heißt The Falling Bird, a Poetry Collection. Ich habe das Buch gleich hier mit mir. Das ist das Taschenbuch. Ich habe es erst vor kurzem veröffentlicht. Hier ist der Titel zu sehen, The Falling Bird, a Poetry Collection. Hier unten ist mein Name, Adrian Kutschi. Und ja, ich möchte euch in diesem Video ein bisschen über dieses Buch erzählen. Wie bereits erwähnt, enthält das Buch Gedichte. Es ist ein Gedichtband, eine Gedichtsammlung, a Poetry Collection. Und ich habe einen kleinen Text auf den Buchrücken geschrieben, den ich euch kurz vorlesen möchte. Er ist auf Englisch geschrieben. Adrian Kutschi collects 60 poems under the thought-provoking title The Falling Bird and deals with existential, rebellious, nostalgic, absurd, surreal and even romantic themes in a total of 6 different languages. English, German, Albanian, Spanish, Italian and Catalan. This mixture of languages gives this poetry collection a clear international but also united touch. The author creates and forms his poetry in a blunt and straightforward approach, in order to tell from his authentic experience without shying away. Most texts were written at night, when there was no distraction to befoul the writer's mind. Indulge yourself in a multilingual journey through the mind of a young ambitious writer from Germany, telling from and for a generation of young people full of hopes and sorrows. Das ist der Text, der auf der Rückseite des Buches zu sehen ist. Der ist auf Englisch verfasst. Insgesamt habe ich das Buch eher auf Englisch veröffentlicht, weil die meisten Gedichte eben auf Englisch sind. Aber sie sind eben in 6 Sprachen verfasst worden. Es ist ein mehrsprachiges Buch. Die meisten Gedichte sind auf Englisch, einige sind auf Deutsch und Albanisch. Und noch ein paar sind auf Spanisch, Italienisch und Katalanisch. Ich möchte euch mal das Inhaltsverzeichnis zeigen. Die Gedichte sind in drei Kapitel unterteilt. 3 Stages. Stage 1, Longing. Stage 2, Defeat. Stage 3, Surrender. Ich versuche es mal in die Kamera zu halten, damit ihr seht, wie das ungefähr aufgebaut ist. Die Gedichte sind wie gesagt auf 6 Sprachen. Ich glaube 12, 13, 14 Gedichte sind auf Albanisch. Falls ihr also albanische Gedichte lesen wollt, auf Kosovo-Albanisch geschrieben, auf Gegisch, dann könnt ihr euch mal diese Gedichtsammlung angucken. Ich möchte euch noch jeweils 3 Gedichte vorlesen. 1 auf Englisch, 1 auf Deutsch, 1 auf Albanisch. Ich möchte anfangen mit einem Gedicht aus dem ersten Kapitel, aus Stage 1, Longing. Das ist auf Deutsch geschrieben, aber es hat einen Bezug zum Kosovo. Also es ist auf Deutsch geschrieben, aber es geht um die Albaner im Kosovo eigentlich. Das Gedicht trägt den Titel Rilindja 2.0. Ich sehe in das ferne Licht, ohne zu niesen oder die Augen zu schließen. Denn es hält mich am Leben. Es gibt mir Hoffnung, während ich mir meinen Weg aus den Trümmern krame. Zwischen Staub und Flammen duftet es nach Newborn. Das Schreien der Mütter, das Bluten der Väter, zerrinnen in den grünen Früchten der Felder, wo die Kinder munter spielen und lachen, bereit, neue Kraft aus der Erde zu schöpfen. Das war das erste Gedicht. Ich suche euch jetzt das zweite raus, das auf Albanisch sein wird. Das zweite Gedicht heißt Tolyp. Es kommt auch aus dem ersten Kapitel aus Stage 1, Longing, und ich möchte es euch jetzt präsentieren. Krej djetën Tolyp. Spodi kume gjet a din ti, hajde ka dzom t'lutna, s'po kam asni ide, veç du me dit, për mu kon dikon ma i mirë, supozoj. Ama s'jam i sigur kume shku, kume mri, hajde tregoma, se s'kom qef me lyp krejt jetën. Das war das Gedicht auf Albanisch, Tolyp. Und nun suche ich euch das letzte raus, das dritte Gedicht auf Englisch. Das dritte Gedicht auf Englisch kommt aus Stage 2, Defeat. Es heißt Satiation. There are so many stimuli, we are being satisfied every single minute in life. We are brain dead, we are numb, we are hungry. The satiation must continue,
always new stimuli, action here, action there. Unable to express joy, unable to express pain, just existing, just being there. But it's like not ever having been there really. Das war das letzte Gedicht, Satiation. Ich habe euch jetzt drei vorgetragen von insgesamt 60 Gedichten aus meinem Gedichtband The Falling Bird, a poetry collection. Ihr findet das Buch wie immer auf Amazon. Ich werde es euch in der Videobeschreibung verlinken. Es hat ein glänzendes Cover dieses Mal. Es hat insgesamt 100 Seiten und es ist sowohl als Taschenbuch wie hier als auch als E-Book für Kindle erhältlich. Und ich würde mich natürlich sehr über euren Support, über eure Unterstützung freuen, falls ihr es euch kauft, falls ihr euch das angucken wollt. Und ja, ich bedanke mich schon mal im Voraus. Vielen Dank an alle, die sich meine Bücher kaufen. Es bedeutet mir wirklich sehr viel. Meine Bücher sind sehr, sehr wichtig für mich und das ist eine große Leidenschaft für mich. Vielen Dank allen. Verbreitet das Video, wenn ihr wollt. Es würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video auf Lango Philia.